Herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Bei mir im Studio begrüße ich Lukas Resetarits. Katharina Strasser. Gerold Rudle. Rudi Rubinek. Und Viktor Gernot. Tolles Thema. 100 Jahre, knapp 100 Jahre ist es her, dass Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht hat, die Weiterentwicklung der speziellen Relativitätstheorie. Und das ist das Thema der Sendung. Und passend dazu die erste Frage, die mit Physik zu tun hat. Ihr könnt alles, was euch zur Physik einfällt, zu diesem Thema assoziieren, weil ich möchte wissen, wer oder was ist ein Ganselstrich? Ein Ganselstrich. Katharina. Das ist jetzt in Außenbezirken von Wien haben sie das jetzt gemacht, den Ganselstrich. Da wo die Ganseln dort, da fahren die männlichen Gänse, die Ganter. Okay, die Ganter. Fahren vorbei und schauen so, wie die Ganseln am Strich gängen. Und manchmal steigen sie dann ein und fahren dann auf den Parkplatz. Okay, ins Ganselhäufel. Strich, vielleicht ist es irgendwas mit Zeichnen oder Malen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Gans mal wieder da flossen. Die kann ich das Bleine nicht überholen. Aber mit Gänsekiel. Kann man einen Strich machen mit dem Gänsekiel. Ja, Das ist es. Ja. Schön, ja, wunderbar. Na? Ganselstrich, das ist nicht wie ein Kugelschreiberstrich, sondern ein bisschen so un... verschieden stark, Ganselstrich. Ja, genau. Am Staatsvertrag kommst du mit Ganselstrich. Ja, natürlich. Ja. Österreich ist frei. Ja. Ja. Ganz Österreich ist frei. Ja. Das ist es. Der Ganselstrich. Schauen wir mal, ob ich euch... Ein Tipp. Ja. Sie haben mir keinen gegeben. Denk dann aus. Ja. Okay. Ich denke mal aus. Also, der Ganselstrich hat was zu tun mit dem Vogelstrich. Wenn die Gänse fliegen, das ist der sogenannte Gänsestrich. Also, wenn die Gänse schar drüber fliegen und sagen, schau, der Ganselstrich. Wenn die fliegen in den Sommer, also in den Winter oder zurückkommen in den Sommer, das meinst du, das ist der Vogelstrich. Das ist der Gänsestrich. Das ist ja ein Hackerl. Wieso weißt du das jetzt? Weil ich Vogelstrich gesagt habe und dann auf einmal weißt du das oder was? Siehst du, das kommt von der blöden Tippgeberei. Vollkommen richtig! Lukas! Sehr gut. Aber ein schlechter Vorschlag, weil so sind wir vielleicht schneller fertig heute. Ne? Können wir dann zum Gansel essen. Nur zur Aufklärung, also Ganselstrich oder Gänsestrich ist eben dieser typische Formationsflug. Ich habe auch ein Foto mitgebracht, bitte schön hier, einmal so. Ganselstrich. Und jetzt bedanken wir uns noch bei Peter Barth aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Danke für den Gänselstrich. So. Albert Einstein, der Mann, der vor 100 Jahren die Physik revolutioniert hat. Ich habe auch hier ein interessantes Buch zum Thema, warum Einstein niemals Socken trug, von Christian Ankovic. Mhm. Wirklich, tolle Lektüre. Wie scheinbar Nebensächliches unser Denken beeinflusst. Und warum Einstein niemals Socken, wisst ihr? Weil er Strumpfhosen tragen hat. Aber wie ich merke, die Frage im Prinzip, könnte man das doch einfach, warum trug Einstein niemals Socken? Lest das Buch. Ist verpackt. Na, es gibt ja auch diese Leute, die barfuß herumlaufen, auch in der Stadt immer. Ja. Vielleicht war er so einer. In Afrika auch. Wirklich? Ja. Aber es heißt,
Er war zerstreut, er war ein Wissenschaftler. Er hat sich einmal vergessen und ging damit zur Vorlesung und ihm gesagt, der Fässer, ich habe gar keine Socken an. Und er hat gesagt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und dann ist er draufgekommen, ich habe mich eigentlich bequem und ich brauche an die Socken nicht mehr denken. Und dann hat er gesagt, kann ich es gleich weglassen. So, genau, das haben wir zwar verstanden. Langsam. Rudi Rubeneckers ist ein richtiger Weg. Aber abergläubisch. Wieso? Ich wollte zuerst sagen, ganz einfach erklärt, er hatte einfach keine Beine. Man hat gar keinen Körper. Nein, aber ich glaube, ich glaube auch, vielleicht hat er irgendwas Tolles erfunden an einem Tag, wo er zufällig keine Socken anhatte. Mhm. Und dann hat er sich das als Credo genommen und hat nie wieder Socken angezogen. Ja. Er hatte keine Zeit. Er hatte einfach keine Zeit. Sich Socken anzuziehen und am Abend wieder auszuziehen. Das hält so auf. Ja, aber der Schurk, dafür hat er Zeit gehabt. Ja, Schlüpfschurk. Er war ganz traurig. Er hat einmal zwei verschiedene Socken angehabt. Dann haben sie ihm ausgelacht, da hat er gar keine. Er hat keine Socken. Das war die Geschichte, genau. Nein, nicht schon wieder. Ja. Nein, na komm. Ja. Das ist langweilig. Ja, da muss ich verschiedenfarbige Socken anhaben. Das ist voll langweilig. Das ist die zweite Frage, die er eigentlich richtig macht. Bravo! Lukas! Es ist aber nur, es ist in Physik geht es mir nichts dazu. Es ist nur die Hälfte der richtigen Antwort. Es ist die Hälfte der richtigen Antwort. Nummer eins ist, zwei gleiche Socken zu finden, ist für mich kompliziert. Das ist eine überlieferte Aussage und im Prinzip die richtige Antwort, die Lukas Resetarits gegeben hat. Und dann gibt es noch eine zweite Ansage. Wenn ich keine Socken trage, muss meine Frau auch keine Löcher stopfen. So war Albert Einstein. Ich möchte jetzt vorstellen, so der Rudi Rubeneck hat im Prinzip, muss man ehrlich sagen, die Rutschen geliefert dafür, dass der Lukas Resetarits auflegen kann. Ja. Ein Gummi für Rudi Rubeneck und Achtung, jetzt kommt die Wahnsinnsparty, das ist der Grund, warum ich so gern im Fernsehen arbeite, weil also die Geschichte mit den Socken führt uns jetzt auch zur Einsenderin. Achtung, jetzt kommt wirklich eine Wahnsinnspointe, weil die Einsenderin dieser Frage, Achtung, jetzt wird, heißt Alexandra Schuh. Also, was für eine Wahnsinn. 300 Euro Büchergutschein für Alexandra Schuh aus Wien. Das ist super. Auch ohne Socken. Das ist super. Großartig. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich, wenn Sie Schuh heißen, schicken Sie uns was mit Socken. Oder einen anderen Namen ohne Socken. Genau, Manitou. Dann schicken Sie uns was. Oder Hose. Schicken Sie uns bitte Ihre Fragen, ein kurioses Ding der Woche. Es muss aber natürlich mit Ihrem Nachnamen zu tun haben. Ansonsten, wenn es nichts zu tun hat, freuen wir uns auch über Ihre Einsendungen. Die Adressen sind eingeblendet. Und wenn Sie angesichts solcher Wortspiele jetzt panisch die Flucht ergreifen, kann ich das auch verstehen. Aber dann kann ich die Frage gleich weitergeben an das Rateteam. Wer oder was ist ein Fluchtstab? Also wer, was? Fluchtstab. Ein Fluchtstab. Was das heißt, Gefängnisse sind oft von hohen Mauern umgeben. Ja, das ist richtig. Und wenn man dann einen Stab findet im Gefängnis und heimlich ein bisschen übt, kann man mit einem Stab hochspringen über die Mauer. Ja, oder Gefängnisse, ich greife nur deine Idee bitte auf. Bitte, man kann ja aus Gefängnissen meistens nicht raus, weil sie vergittert sind. Ja. Wenn du aber einen Stab lösen kannst, kannst du super, das kann man kombinieren. Aus der Zelle mit dem Fluchtstab kannst du dann zusammenschwassen. Das muss aber große Fenster sein. Ja, große Fenster. Und das ist so hohe Fenster. Und ja, das hinkt ein bisschen. Das ist es. Das hinkt. Weil ein Stab, beim Stabhochsprung, der Stab ist ja elastisch. Ja, also der muss ja was kennen. Und ein Eisenstab, den du aus dem Gemäuer rausreißt, der vergittert, mit dem... Ja, den musst du natürlich an die Mauer anlehnen und dich an diesem Stab hochziehen. Ich hoffe, du wirst nie eingesperrt. Das wirklich, also, weil du würdest nie flüchten. Du kommst nicht mehr aus. Du verreckst elendiglich im Häfen. Ich verreck ja dort nicht. Vielleicht hat er ja nur 2 Jahre oder so. Ja, eben. Du musst ja nicht gleich leben. Ja, genau. Danke. Danke. Also, ich denke mal,
Wenn der Rudler straffällig wird, dann ist ja sicher Kapitalverbrechen. Das ist eine lebenslange Geschichte. Werden. Dann ordentlich. Dann ja, ordentlich. Damit sie es auszogen. Ja, aber dann werde ich ja jetzt gleich wissen, wie ich rauskomme mit dem Fluchtstab. Ja. Nein, der Fluchtstab, der Fluch, der Gebäudeflucht, der ja. Vermessen. Aha. Damit stellt einer mit seinem Stab, ja. Der die Flucht vermessen kann. Die Flucht vermessen? Die Gebäudeflucht. Bitte? Die Gebäudeflucht. Gebäude läuft nicht davon. Nein. Und dann ins Gefängnis. Ja. Oder es ist im Wirtshauswesen, wo sie dann oft mit einem Zollstock messen, wie viel Wein noch drinnen ist in der Flasche, weil dann haben manche das Fluchtachterl noch schnell getrunken und auch ein Fluchtachterl Förderstickerl. Man kann es mit dem Stab messen. Fluchtachterlstab. Ja, schön. Aber falsch. Oder? Ja. Ja. Nein, ich überlege gerade, wie ich das mit dem Resetaritz. Ich bin ein bisschen befangen jetzt, weil der Resetaritz. Hat es eigentlich weil so wieder, wieder richtig ist. Gebrille. Nein! Lukas! Treber! Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es ist nicht ganz richtig, weil er hat von Gebäuden gesprochen und deswegen wollte ich, es ist mir klar, dass die Flucht was anderes war, nur es geht um die einzumessenden Punkte im Gelände. Mhm. Und das sind diese rot-weißen Stäbe. Für Zivildechniker. Ja, genau, die habt ihr doch sicher schon gesehen, wenn es mit dem Auto fährt und dann steht einer und der andere den Kasten. Absolut. So, ja, da fahre ich oft mit dem Auto durch, genau. Und dann, Ich habe gedacht, das sind Nordic Walker. Hier ist ja die Straße. Da fährst du vorbei. Bis dann, so. Jetzt hat der Resetaritz, aber ich glaube, man kann schon sagen, er hat die Frage richtig beantwortet. Ja, absolut. Resetaritz. Aber ich bringe das ja so vor. Herr Gernot, das ist Ein Nordic Walker, der gerade Lulu gegangen ist. Jetzt weiß ich auch, warum du lebenslänglich kriegst, danke. Wenn du in solchen Gegenden oft vorbeifährst. Immer nur Sachen vergraben. Nur Sachen vergraben. Möchte nicht wissen, was man hier findet vom Rudler, wenn man länger gräbt. Ja. Ich muss mich noch bedanken bei jemandem, der uns nämlich den Fluchtstab, also die Frage dazu unbedingt geschickt hat. Karl-Heinz Kirchner aus Tittmoning. Danke, 300 Euro Büchergutschein für Sie. Und wir werden jetzt die Schraube ein bisschen enger drehen eine schier unlösbare Frage einschieben, extra für Lukas Resetaritz. Weil wenn du das schaffst, dann haut es mir aus. Dann heute das aus. War deine letzte Sendung heute. Gut. Ja, okay, dann machen wir doch, wir sind ganz spontan, machen wir jetzt ein Piktogramm, okay? Ja, okay. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, da Lukas, da weil er nicht Chance. Bis um ist. Ich sicher Gemein. Perfide. Gut, also. Gemein. Achtung, Piktogramm. Und was könnte damit gemeint sein? Wenn du in ein Tanzlokal gehst oder zu einem Konzert und da sagen sie dann, Leute, die Stimmen im Kopf haben, die mehr als einer sind quasi. Die Musik ist so tanzbar und so rhythmisch, es könnte sein, dass das, was bei dir da so drinnen ist, dann einfach zum Shaken anfängt. Aber komm, Viktor, wir sind doch in einem Alter, wir beide sind ja schon 50, also ich jetzt bald und du schon. Wir beide sind genauso alt wie der Frank Sinatra zusammen. Der ist 100. Achso. Der ist aber auch tot. Der ist tot. Der wird niemals sterben. Wird niemals sterben. Vielleicht ist es ein Tanzklo. Nein, ist es nicht. Leider. Ich hätte ihn noch ausführen lassen sollen. Aber es wurde in Schweden in der Gegend von Göteborg gesichtet und fotografiert. Aber das weiß ich nicht, ob euch das was hilft. Ich hilft nicht. Und es kommt das Wort Tanz in der Antwort vor auf Schwedisch. Ich kann nicht Schwedisch, wenn jemand... Entschuldigung. So heißt es auf Schwedisch? Gesundheit. Das ist aber schwer zum Aussprechen.
Ich versuche es jetzt auszusprechen. Also alle, die Schwedisch können, denen wird es wahrscheinlich den Magen umdrehen. Aber es heißt, also übersetzt, man hat Platz für innere Tanz. Mhm. Tanz. Für innere Tanz. Von der Inge Tanz. Komm, Inge Tanz. Mach Platz für innere Tanz. Mach Platz Tanz. Für Inge Tanz. Tanz. Mhm. Ja? Was? Die Inge will tanzen. Mach Platz für Inge Tanz. Nein, innere Tanz. Es ist der Platz für deinen inneren Tanz. Tanz. Mhm. Und was oder? Bedeutet das? Ach so. Ja, das ist aber nur über, im übertragenen ja, Sinne. Bei Waldorfschulen oder so. Lasst uns alle tanzen. Wir spüren uns selbst. Wir haben heute den Ich spüre mich so Tag. Tanz die Mathematik-Schularbeit. Ja. Genau. Oh, ich sehe es genau. Sie tanzt, sie tanzt. Das ist. Ah, ich sehe es genau. Was tanzt du? Eine Kurvendiskussion. Eine Kurvendiskussion. Komm, mach hier die Hypotenuse. Mach mir die Hypotenuse. Tanz mir die Hypotenuse. Nein. 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 Hab ich nicht geschafft. Ich mach dir die Tangente. Darf ich mich asymptotisch annähern? Gut, aber das ist, wir kommen da jetzt schon in die richtige Richtung. Dann hat es was mit einer Psychotherapie zu tun? Nein. Das ist nein, jetzt aber eher mit der innere Tanz heißt ja wahrscheinlich, dass man äußerlich sich eher ruhig verhalten soll. Genau. Ne? Es ist vielleicht... Ah, mach keinen Lärm, heißt es. Steh ruhig da und innen das bei dir wurdeln, aber halt die Goschen dabei. Ja. So ungefähr. Ja. Ja. Man kann es noch viel einfacher, man muss es jetzt ein bisschen positiver übersetzen, ein bisschen positiver. Es ist, wir sind in Schweden. Freut euch ja, von innen. Ja, freut euch von innen. Also, cool down, entspann dich. Am Klo? Das Klo ist raus, Rudi. Entspann dich gerne am Klo, das ist nicht dabei. Ja, Rudi, cool down. Entspann dich, genau. Wenn du willst, kann das auch ein Klo sein. Aber in Schweden, rund um Göteborg, sind so die Entspannungsorte gekennzeichnet. Okay. Bei uns würde man sagen, Plätze, an denen man gut mit der Seele baumeln kann. Kraftplätze, genau. Toll. Und das heißt, also bra Platz für innere Tanz, auf Deutsch ein guter Platz für den inneren Tanz. Auf hier Deutsch heißt das entspannen. Waldviertel. Bist du da dabei? Also. Cool. Wieso kommst du jetzt auf Waldviertel? Weil das ja bekannt dafür ist, dass man da sehr gut mit der Seele baumeln kann, dass es sehr viele Kraftplätze gibt, sehr viele Plätze, wo man runterkommen kann von der Hektik der Großstadt. Schön. Jetzt hast du so schnell gesprochen. Bist du das, der im Fernsehen immer mit dem Arzt und Apotheker das sagt? Habe ich schon öfters gemacht, ja. Erwischt. So. Gut, wunderbar, da haben wir noch die Auflösung. So sind diese Kraftplätze gekennzeichnet. Und ich bedanke mich bei Erich Strasser aus Niederabsdorf. 300 Euro Bürgergeschäft für Sie. Dankeschön. Ah. Aha. Apropos Kraft, ich habe was ganz, was Schönes. Juhu! Wow. Der Victor freut sich endlich. Nein, ich freue mich nicht, ich bin sicher, der Resetaris kommt wieder drauf. Ich weiß jetzt schon, ich sage nein. Ja. Nein, nicht sagen, ich habe mir nur gedacht, du freust dich auf dein Nippelpiercing, dass ich dir schon die ganze Zeit. Sind das nicht eher Liebeskugeln? Ich bin oldschool. Ja. Ich wende mich zuerst an die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Ich darf Ihnen kurz via Insert verraten, wozu das Ding der Woche dient. Und. Genau. Aha. Und jetzt ist es soweit. Hier komm, du halbalter Sinatra, du. Ja. Oh. Weißt du übrigens, dass unsere Pobacken zusammen 200 Jahre alt sind? Kein schöner Gedanke, gell? Kein schöner Gedanke. Kein schöner Gedanke. Super kräftig, ja. Dann müssen wir eine Geburtstagsparty machen. Selten wurde mein Arsch so gedemütigt. Ja, also, das sind zwei spitze Dornen drauf auf diesen Kügelchen, alles Metall. Ich glaube, die kann man vielleicht durchfädeln, aber das ist fixiert. Das gehört zum Kügelchen dazu. Ja, fixiert, ja. Und da führt diese Gitterkette da weg von dem Teil. Aha.
Das ist für im Garten, wenn man mit seinen Hamstern im Sommer Limbo spielt. Versteckt man da so. Das Liebe ist, dass ich es dir zutraut würde. Komm, Kuno, Limbo. Kuno, ja. Hoffmann ruft nicht mehr an. Ich bin schon wieder ein Limbo mit einem epileptischen Anfall. Die nimmt seine Hamster. Limbo. Herrlich. Hey, Limbo! Könnte auch ein Pendel für esoterisch angehauchte Sadomasochisten sein, könnte es auch sein. Also. Für esoterisch angehauchte? Ja, wenn man zum Beispiel bei einer neuen Domina ist und da gibt es dann quasi so eine Menükarte und dann kann man auspendeln, was man gern. Es spricht nicht. Sagt's was zu dir. Rudi, sagt's was zu dir? Es sagt was. Kauf dir einen neuen Oldtimer. Es ist Zeit für ein neues, altes Auto. Komm, sei nicht feig, ganz egal, was es kostet. Greif zu. Ja, du brauchst es. Ich sag's es, ja? Ich sag gerne, der Palfrader ist nicht so ohne dich. Man könnte zwei Dinge daran aufhängen und sie dann über eine Stange werfen. Naja, zum Beispiel zwei Apfeln. Ja. Nehmen wir an, du hast eine Stange und zwei Apfeln. Ja. Wie bringst du einen Apfel dazu, dass er auf der Stange bleibt? Ist ja nicht so leicht, fällt er runter. Aber wenn du das drüber hängst und einen Apfel da reinstichst und dann eines... Wofür muss ich denn das Apfel auf die Stange? Danke! You took the words right out of my mouth. Das ist... Vorsicht! Warum? Ja. Weil du lebenslänglich in einer Zelle sitzt und du hast nur einen Apfel. Das fällt dir aus, das fällt dir raus. Wo fällt's raus? Na, wenn du es so abstichst, das fällt dir runter. Das ist aber relativ, wenn du es einstichst, glaubst du, fällt es runter? Ja, ich glaube schon. Machst du jetzt aber glaubst du es kommt drauf an. Du könntest auch damit Hirschkäfer daran hindern, abzuhauen. Also wenn du zum Beispiel zwei hast und du stichst in jeden eins eine, dann... Mach dir bitte, sag einmal. Naja. Du meinst, wenn es in der Richtung nicht einig sind, bleibt es ewig da. Spießen die Viecher auf, habe ich schon gesehen. Wenn ich zwei Hirschkäfer habe, ja, um deine Frage vorwegzunehmen, wenn die schon erschossen sind, ja, dann sitzen sie nicht mehr auf der Stange. Ja. Aber wenn ich einen da hineinstecke und da, dann hängen sie so schön auf der Stange. Hm? Ja, klein neben die Apfel, oder was? Ich brauche ja zwei. Gibst du mal deine Sachen da weg, Gero? Ja, oder so ist auch gut. Also prinzipiell, der Rudi hat natürlich schon recht. Ja, also ich glaube eher, dass die Sache vom Rudi stimmt mit ich spiele seinen Apfel auf, als ich pendel bei der Domina aus, mit was mir jetzt gleich haut. Ja, ich kann das wieder nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Da spiele ich noch lieber Apfel auf. Aber das ist, weil du ganz genau weißt, was du von der Domina willst. Ich hab nichts mehr. Du gehst eine und sagst, entschuldigen Sie, können Sie mir bitte ein Viertel Milch ausbauen? Du weißt genau, was du willst. Ne? Ich hätte aber nicht viel Zeit. Zwei Watschen. Ich glaube ganz ehrlich, ich meine, das ehrt euch natürlich total. Ja. Dass ihr so keine Ahnung habt, weil bei einer Domina kannst du genau nichts aussuchen. Ne? Ach so? Na, die macht mit dir, was sie will, nicht da was du willst. Nein. Ich habe da letztens in der Kronenzeitung was gelesen. Ich habe da ganz interessante Sachen gelesen. Ja. Oliver, ist schon gut. Wenn es in der Krone steht, muss es ja stimmen. Ja. Okay. Oh Gott, das war schon, oder? Ja, na, mir.
Ja, ja, der ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Man kann sich nicht einmal die Ohren damit ausputzen. Nein. Oh, jetzt habe ich es abgerissen. Doch, jetzt hat es noch. Hast du das auch gerissen? Was bitten da jetzt drauf? Ganz schlecht. Interessant. Das ist der Butner. Ganz schlecht. Nein, nein, das kann man wieder. Kann man wieder. Da wird die Domina aber sehr böse sein. Oh Gott, ich gehe selber zu ihr und bringe sie zurück. Ich erkläre die Situation. Darf ich sie zurückbringen? Ich sage, ich war mit. Ja. Ja, wir bedanken uns bei der. Ich sage, ich war mit 5 Männern vor Publikum und da wird sie es verstehen. Nein, ich bedanke mich für diese Einsendung bei Lady Velvet. Du, aber es ist wirklich, wenn ich jetzt eine kleine Zange hätte, könnte ich sofort reparieren. Ja, schön. Nein, aber du hast keine kleine Zange. Mein Problem ist nur, dass ich jetzt nicht demonstrieren kann. Aber ich muss sehen, ich war mir eher ein Auflösungsbild. Ich kann es sehen, ich weiß es. Ja, ja, okay. Ja. Der Oliver braucht dann nur 2 Apfeln geben und schon demonstrieren. Nein, ich bring's der Einsenderin persönlich zurück und ist es grauslich, wenn ich es kurz im Mund nehme? Bitte, was? Ist es grauslich, wenn ich es kurz im Mund nehme? Nein, ich finde das super. Das war ganz so eine schöne Antwort. Rudi Rubinek in der Pubertät. Ja. Das ist grauslich, wenn ich sie im Mund nehme. Nein, ich bin super. Du, aber immerhin hat er nicht gesagt, für mich nicht. Habt ihr es repariert? Ja, jetzt habe ich es repariert. Super, wunderbar, nicht mehr anziehen. Also so gehört es. Ja. Also das war es jetzt für meinen Teil, danke. Aber einmal hinmachen, zusammen, das war's. Ja, jetzt kann ich nichts mehr sagen, jetzt ist hin. Na sag, löse auf. Ja. Aber kann man gleichzeitig 2 Hamster ausdenken? Das ist aber eine Abänderung der Hirschkäfer und Apfel-Antwort. Ja, Hamster ist ein ganz anderes Tier. Nein, nein, ja, ja, sicher, aber wir hatten schauen. Hamster mit Limbo, wir hatten Hirschkäfer. Hamster hat 37 Grad Temperatur, messen wir mal einen Hirschkäfer. Ja, aber das. Auf keine 26. Wieso kommst du nicht drauf? Ich mag es nicht sagen, weil wir mich nicht unbeliebt machen. Aber du könntest es eigentlich kennen, also von dem, wie du lebst. Mhm. Also, unter der Brücke. Nein, eben nicht, eben nicht. Aber du bist doch ein Mann der kulinarischen Genüsse. Lukas, denk doch, wenn du auf deiner Jagd. Wenn du auf deiner Jagd. Bierwärmer. Na, Bierwärmer, nein. Also, nein, das wende ich ja nicht. Nein, 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 nein. Olivenwein. Aufspießer. Der kulinarische Genüsse und in weiterer Folge bist du sicherlich auch ein Weinkenner. Also, ich schätze dich als Vinophil, als Önologisch versiert. Ja, der trinkt viel Wein, ja. Weißwein. Sticht man damit den. Gut. Sehr gut. Wenn man das Kettel einhängt und man sieht es, ist er Weißwein. Ja, genau. Wenn man es nicht sieht, muss es ein roter sein. Und sehr gut. Wenn man das Kettel, wenn man es reingibt und es löst sich auf, ist er Brünnerstaub. Auch kann ich nicht mitreden. Aber so, jetzt kommen wir zu dem, was der Rudi ursprünglich als erste Version angeboten hat mit einem Apfel. Und man kann Weinflaschen drauf aufhängen. Nein, nicht die Weinflaschen, aber was glaubst du? Die Traube. Kork. Die Traube? In Kork. Aber für was muss man den aufhängen? Na, ganz einfach. Wenn der Rotwein dekantiert wird und in eine Karaffe kommt, dann gibt es in bestimmten Kreisen, aber trotzdem Leute, die gerne den Korken schnüffeln sehen wollen. Und dann ist es ja ziemlich stillos, wenn du einfach den Korken da hinlegst. Und da halt einem so das Kettel vor den Nosen, oder wie? Nein, jetzt überleg einmal, wenn du den Korken, deswegen hast du ja diese 2 Enden und nimmst den Korken links, rechts, und dann hängst das Kettel ganz einfach den um Gast die und Weinkaraffe. Ja, aber das kann man mit Apfeln auch machen. Ja, kann man. Kann man. Bei der Verkostung vom Jahrgangsapfelsaft. Ne? Na, wenn du dann Apfelessig dekantierst, kannst du natürlich auch das Apfel irgendwie rumhängen. Okay.
Ja, das kann das man am rumhängen. Ja. Ja, das ist das Ding der Woche. Die Korkenkette für die Weinkaraffe. Und ich bedanke mich bei Katja Fries aus Wien mit einem 300 € Büchergutschein für das Ding der Woche. So, da, in zwei Wochen ist es also 100 Jahre her, dass Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie erstmals öffentlich vorgetragen hat. Und aus diesem Anlass haben wir den Science-Buster Professor Heinz Oberhummer gebeten, uns heute die Promi-Frage zu stellen. Die Science-Busters haben ja auch etwas zu feiern, nämlich ihr Bestseller Das Universum ist eine Scheißgegend. Hält sich seit Monaten in den Bestsellerlisten, übrigens für die Fans der Science-Busters. Im nächsten Frühjahr gibt es dann neue Folgen mit Martin Bontigam und den beiden Professoren zu sehen. Und den einen davon, den Herrn Professor Heinz Oberhummer, den haben wir jetzt mit der Promi-Frage. Einen schönen guten Abend allerseits. Ja, sie war das Ergebnis jahrelanger Arbeit und schlussendlich das Ergebnis von Einsteins Genie. Die allgemeine Relativitätstheorie. Ich würde euch gerne darüber etwas erzählen, aber das würde wohl jetzt zu weit führen. Daher gleich zu meiner Frage. Einstein hatte ein kleines Sommerhäuschen südlich von Potsdam bei Berlin. Und im Sommer 1930 schenkte seine Frau dem dortigen Nachbarn eine Trompete. Aus einem ganz bestimmten Grund. Welchem? Aus welchem Grund hat die Frau von Einstein dem Nachbarn eine Trompete geschenkt? Sie hat ihm mal Trompeten geschenkt, damit er das Alphorn aufgibt. Kann auch sein. Entschuldige, warum? Die Frau. Seine Frau, also ja. Einsteins Frau. Ja, hat dem Nachbarn eine Trompete geschenkt. Ja, vielleicht hat er sich's gewünscht. Nein, der ein. Das war sie. Herrlich. Zu Weihnachten. Das ist die Antwort. Ja. Es ist ja schon Mitte November, in einem Monat haben wir Weihnachten. Ja. Das ist unsere Weihnachtsausgabe von Was gibt es Neues? Ich glaube, Sie haben Weihnachten immer das war so einfach gefeiert. Das und der Nachbar so gesagt, ja, das wird Feier, ja keine Trompete sein. Ist es? Na, sag Bertel, wirklich, ist es die Trompete? Sag mal. Es kann natürlich schon, ich glaube schon, dass sie mir eine Trompete geschenkt hat, damit der Einstein selber der Bertel, ja, der Bertel, den Nachbarn hört. Ja. Ja, also entweder hat er einen Mittagsschlafall gemacht und ist einfach ewig nicht aufgewacht. Und sie hat gewusst, wann der um 3 Trompeten spielt, dann wird er Mutter. Ja. Oder sie hat gesagt, Bertel, du hakelst die ganze Zeit nur, du rechnest die ganze Zeit. Lass uns ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und er hat gesagt, pst, ich muss mich konzentrieren. Ja. Und sobald der Nachbar hat er gewusst, nee, jetzt kann ich es wirklich zumachen, jetzt brauche ich nichts mehr rechnen. Die haben ihr Privatleben vom Nachbar bestimmen, wenn der lustig war da drüben und gesagt hat, so, jetzt ist Zeit für Freizeit. Und dann haben die Nein. Wann immer der Trompete geübt hat, hat es der Bertel natürlich gehört. Man hat es dem Zufall überlassen. Ja, weil darf ich dir einen Hinweis geben? Ja. Der Nachbar, glaube ich, konnte gar nicht Trompete spielen. Meinst du mit dem Hinweis, der Nachbar hat auch gar nicht Trompete gespielt? Oder was? Er hat nicht damit gespielt. So war okay. Schon. Moment, was ist da? Moment. Wieso hat er sich dann gewünscht? Er hat sie sich nicht gewünscht, hast du gesagt. Ich glaube, da helfe ich jetzt schon sehr viel. Dann hat die ich glaube, der Frau Einstein hat der Nachbar einfach nur leid getan. Mhm. Hä? Hinweis. Wegen am Geigespiel, weil der gelitten hat wie ein Hund, wenn der Albert gespielt hat. Ja, aber der Nachbar hat davor, glaube ich, nicht Trompete gespielt. Noch und er hat dann nachher auch nicht Trompete gespielt, aber er hat sie trotzdem verwendet. Mhm. Jetzt wird es spannend, hä? Jetzt merke ich, wie die Spannung ist. Wahrscheinlich dann, dass Jetzt löse auf. Während der Bertel daheim gesessen ist und gerechnet hat, da ergibt sich natürlich eine gewisse Beziehung. Zu wem? Na, von der Frau Bertel zum Herrn Nachbarn. Zum Herrn Nachbarn. Verstehst du, weil wenn der die ganze Zeit dahin rechnet und so weiter, irgendwann steht und sie kehrt schon wieder die Terrasse und der Nachbar sagt: Ja, Frau Einstein. Wo ist denn Ihr Mann? Er ist eh daheim. Na, hören Sie auf, wollen Sie nicht zu mir kommen? Ja, er rechnet immer nur. Wollen Sie noch ein Glas Wein? Hey, was haben Sie denn da? Ja, das ist eine urpraktische Korkenkette, die kann man mal. Na, so praktisch. Na, wissen Sie, dass mein Mann nicht einmal Socken tragt? Was, der hat keine Socken an. Mhm. Und
irgendwann hat sie zu ihm gesagt, ich hätte gern so ein schönes Leben wie sie. Und daraufhin hat der Mann ermessen und hat gesagt, wissen Sie, ich tät ja so gern Trompeten spielen, aber ich kann es nicht und ich habe nicht einmal eine Trompeten. Beim nächsten Mal ist sie gekommen, hat ihm die Trompete geschickt, aber das ist gar nicht das Tolle an der Geschichte, sondern sie kam im Negligé. Die zwei waren ab dann ein Paar. Die zwei waren zusammen, die Trompeten waren völlig nebensächlich, aber sie wollte wieder mal. Ich glaube, das stimmt. Und dann hat aber der Nachbar und damit es nicht auffällt, hat sie dem Nachbarn die Trompete geschenkt. Dann kannst du zum Bertel sagen, du, ich muss schnell um, ich muss schauen, wie es der Trompeten geht. Nein, aber es ist ein prima. Ja. Gut. Weil das hat er verstanden, der Bertel. Ja. Das hat er verstanden. Kennst du dich noch aus? Ich kenne mich super aus. Aber ihr habt ein Verhältnis miteinander gehabt. Aber nein. Aber nicht. Ja, was warst denn du? Ja, vielleicht hat sie gesagt, ah, ich gehe jetzt einkaufen. Und er hat gesagt, ah, ich muss in den Trompeteunterricht, da kann ich sie gleich begleiten. Wir haben ein Stück desselben Weges. Ja, genau. Schon gingen sie miteinander in ein Wäldchen. Nein, und die Trompete lag auf der Seite. Das wurde geplant. Das Mitleid lag ganz woanders. Ja, es lag ganz woanders. Ganz woanders. Er war Asthmatiker. Er war taub. Nein, er war auch er war Asthmatiker und sie war irrsinnig tödlich. Genau. Sie war total böse. Sie war irrsinnig böse. Nein. Ihr werdet euch jetzt ärgern, man hätte drauf kommen können, weil diese Trompete wurde nicht als Musikinstrument, sondern als Signalinstrument verwendet. Ja. Und den Rest weiß Professor Heinz Oberhummer. Die Trompete diente als akustischer Fernmelder. Einstein hatte nämlich in seinen Ferienhäuschen kein Telefon, damit er ungestört arbeiten konnte. Nicht ganz konsequent gab er jedoch seinen Mitarbeitern die Telefonnummer der dortigen Nachbarn, damit er in dringenden Fällen erreicht werden konnte. Seine Frau hatte jedoch Mitleid mit den Nachbarn und schenkte ihnen eine Trompete. Diese signalisierte unüberhörbar, wenn Einstein am Telefon erwünscht war. Ungefähr so. Dankeschön, Professor Heinz Oberhummer. Kaffee, ja, danke noch für deine letzten Meldungen. Hier sind die letzten Bullis. Und ich bedanke mich von meinem Rateteam bei Ihnen hier im Saal. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen in zwei Wochen. Bei Was gibt es Neues? Schönes Wochenende. Ja, also.